Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Runde Dead by Daylight. Ich spiele heute mal wieder meinen Doktor und heute lautet das Kommando nicht farmen, sondern töte. Und ja, ich wollte mal wissen, was so die schillernde Königin kann und deswegen habe ich mir die mal reingepackt. Ansonsten verstörend, Rune, Balladen und Barbecue und Chili. Warum verstörend, was eigentlich mein Terrorradius vergrößert, dazu komme ich später noch. Aber der ein oder andere Doktorspieler, der wird es wahrscheinlich schon erahnen können, warum ich das mache. Oh. Schrottplatz. Schöne Wahl. Freue ich mich drauf. Ich kann. Verstörend. Fange ich jetzt mal ganz kurz während des Startscreens so an. Und zwar, geht es dabei um die Fähigkeit von dem Doktor, das statische Feld zu benutzen. Das ist an den Terrorradius gebunden. Nur mal so als kleiner Tipp. Klingelt so langsam? Ihr werdet es gleich sehen. Ich sag mal so, in meinen Augen ist auch der Doktor der Einzige, auf dem dieses Perk verstörend Sinn macht. Zumindest von denen, die ich bis jetzt so ausprobiert habe. Sind ja noch nicht alle durch, deswegen. Aber der Doktor ist so der Erste, der dieses Perk durchaus gut einsetzen kann. Und Barbecue und Chili ist halt, ich muss euch sehen. Zwar eigentlich so, da die über den Wahnsinn eh schon die ganze Zeit so ihre Sachen verraten, dass sie mit mir streiten, aber Barbecue ist halt immer eine gute Wahl. Und Rune und Overcharge ist immer schön für Gen Pressure. Wenn Rune zerstört wird, habe ich immer noch Overcharge und finde die damit. Schade, dass die beiden Sachen nicht kombinierbar sind. Wobei ich sagen muss, ich glaube, das wäre auch ein bisschen übertrieben, wenn man die noch kombinieren könnte. Gut. Es wird Zeit für die Behandlung. Der gute Dr. Matt behandelt verschiedene Angstzustände mit Elektrizität. Da ist niemand. Da hinten. Siehst du doch. Hallöchen. Da seid ihr doch. Ja, ich krieg auch so Wahnsinn in dich rein. Das Schöne ist, bei Wahnsinnstufe 3, Mädchen, kannst du gar nichts mehr machen. Shit, jetzt hat sie mich doch. Da haben wir es auf Wahnsinn, Stufe 3. Aber immer noch keinen Hit, das nervt. So, jetzt komm, Mädchen. Wir müssen hier mal was tun. Geht doch. Na, geht doch. Komm her. Schrei. Na komm. So, jetzt ist genug gespielt mit dem Doktorchen. Jetzt haben wir genug gespielt. Jetzt, was nehmen wir denn für einen Haken? Och, der ist hier schön, der ist schön. Habe ich noch frisch geputzt heute Morgen. Glaube ich zumindest. Dann ist der andere. Ich gehe erstmal dahin, wo ich weiß, dass sie sind. Da hinten. Erst, was jetzt kommt. Schrei, mein Kind. Komm, schön mit Schwung. Oh, schön, wie die schreien.
deine Palette hier heute für mich. Du hältst mich auch für blöd, ne? Was sollte das werden? So, und das Schöne ist, ich weiß jetzt sogar schon, wo du bist. Durch deine ganzen Kratzspuren. Komm her! Genau, lass sie da hängen. Lass sie im Stich. Du weißt, dass du ihr eh nicht helfen kannst. Oh, wenn du schon so schön zu mir gelaufen kommst. Oh, den nächsten Haken. Oh, der ist ja direkt hier. Wunderschön. Macht sich da jemand an meinem Flugboot dann zu schaffen? Will ich auch nicht raten. Na, schauen wir mal, wer hier noch so ist. Claudette. Läufst du ja schon. Ja, schrei. Ah, den hat sie dann doch. Egal. Ich setz mal die Hütte unter Strom. Bist du in den Keller gerannt, Mädchen? Wie dumm bist du eigentlich? Direkt, wenn der Killer in der Nähe ist, in den Keller rennen. Das ist jetzt auch nicht gerade die beste Idee. So. Ab an Haken. So viel Intelligenz gehört bestraft. Okay, hier ist sonst keiner. Dann gehen wir mal nach da hinten. Da hinten bist du. So, jetzt sieht sie gerade mein Trugbild. Er oder sie. Schade. Jetzt bist du Wahnsinn, Stufe 3. Und jetzt in meiner Gewalt. Ich glaube, die im Keller hat's erwischt. Sie bringt sich um. Doch nicht. Fünf Fuchs und noch immer keinen Tod. Und noch immer keinen Gen haben die geschafft. Ich weiß, wo ihr hin wollt. Komm raus da. Du stehst drauf, geschlagen zu werden. Warum stellst du dich vor mich? Da hinten sind meine nächsten Opfer. Oh, die eine kommt sogar schon in meine Nähe. Da diese Musikmanager. Komm her. Ich will dich schreien hören. Ja, doch noch geschafft. Schade. Jetzt müssen langsam mal die Deathhooks beginnen. Oh, ihr seid da oben. Na los, kommt runter.
Hey, wir haben ihren ersten Gen. Okay, hier ist irgendwo ein Locker, wo sie sich versteckt hat. Denkst auch, ich bin taub, oder? Da hinten? Sehr schön. Schreit. Schreit euch die Seele aus dem Leib. Ah, dann bist du wohl die Erste, die jetzt stirbt. Na komm. Ich sehe dich durch mein Trugbild. Ja, oder auch nicht. Hast im falschen Moment geschrien. So, jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich möchte, dass du gequält stirbst. Da hinten ist mein nächstes Opfer. Buster Kick. Wo Ash das weiß, ist der Einzige, der verletzt ist. Dann decken wir mal auf. Ja, okay, dann fangen wir mit dir eben an. Ist auch gut. Erwischt. Schön in die Ecke, genau. Ich überlege gerade, nehme ich den Kellerhook? Nee. Gut, darfst hier im Freien sterben. Damit können die ja nur in der Nähe sein. Okay, die sind beide dead on hook. Ich habe Rune. Wenn ich die angefangenen Gens finde, habe ich sie. Da oben seid ihr. Ah, shit. Wo ist sie hin? Scheiße, wo ist sie hin? Gibt's doch nicht. Da hin. Ah, und da hinten ist die andere. Perfekt. Würde ich aber sagen, fangen wir trotzdem mit ihr an. Ist sie hier immer noch in der Nähe? Da bist du, komm her. Ich kenne keine Gnade. Keine Gnade, keine Hedge. Okay, die muss ich in den Keller bringen. Weil ich gerade hier oben keinen anderen Haken habe. So, einmal ins Behandlungszimmer. Schöne Runde. Mit dem Kuchen alles. Das hat sich gelohnt. Ha!
es hat Spaß gemacht. Wie viele Punkte kriege ich dafür? Niemand ist entkommen, alles auf Max. Erbarmungsloser Killer, das liest man gerne. Killer-Experte, oh, ein Rangaufstieg. Sehr hübsch. Ja, gegen eine Random-Gruppe. Okay, gut. Das war's für heute. Doktor hat Spaß gemacht. Wir haben alle erwischt. War ein gelungener Tag. Was will man mehr? Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.